sagen, ja Leute, was soll ich sagen? Jetzt geht es erstmal ran gegen den 1. FC Nürnberg. Bei denen läuft es genauso wenig wie bei uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auch mit dem neuen Trainer Weinziel sind sie nicht wirklich in Form. Es geht also am 16. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Das einzige kleine Problem könnte sein, dass Nürnberg eventuell ein kleiner Angstgegner ist, denn den letzten Sieg, den wir gegen Nürnberg einfangen konnten, war 2003. Und sogar der letzte Heimsieg gegen Nürnberg 2002. Ich habe euch das einmal ganz kurz eingeblendet. Machen wir das Beste draus. Es gibt neue Impulse, einen neuen Trainer. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Guckt mal, was hier angekommen ist, Leute. Das Ganze nehmen wir jetzt mit nach Rostock und machen es selbstverständlich auf. Ich bin heiß wie Frittenfett. Mal gucken, was da drin ist. Die Abholer sind da. Moin. Hallo. Ja, wollen wir mal gucken heute, ne? Bevor wir mit der Reise ins Ungewisse starten, interessiert euch vielleicht auch noch so ein bisschen unsere Meinung, was wir zu dem Ganzen sagen, dass Jens Härtel jetzt von unserem FC Hansa beurlaubt wurde. Also zuallererst muss man auf jeden Fall Dankbarkeit zeigen, ne? Aufstiegstrainer, seit fast 4 Jahren bei unserem FC Hansa an Bord gewesen. Der längste Trainer seit der Wende bei unserem FC Hansa. Um aus der dritten Liga rauszukommen, 9 Jahre dritte Liga. Und dann kam Jens Härtel mit Piekenhagen und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder uns in der zweiten Liga zu etablieren. Jetzt kommt der nächste Schritt. Klar, man kann über den Zeitpunkt meckern. Warum jetzt? Wir sind immer noch auf dem 12. Platz, waren nie in dieser Saison abstiegsbedroht auf dem Abstiegsplatz. Meine komplette Meinung, wisst ihr, ich habe ein mulmiges Gefühl, ein wenig, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren. Auf meinem 2-Kanal seht ihr auch nochmal die komplette Meinung. Wen es interessiert, einfach gerne anschauen, was ich da noch so zu sagen habe. Und jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Dankbarkeit auf jeden Fall. Jetzt mit dem Glöckner aus Rostock, wie man so schön sagt schon. Ist halt eine neue Zeit angetreten. Mal gucken, er ist ja ziemlich frisch. Ja, der hat Bock, was ich jetzt in den Interviews gesehen habe. Und bei seinen Teams sah er jetzt auch nicht so schlecht aus, auch wenn er noch nicht in der zweiten Liga oder so trainiert hat. Genau, das Einzige, wo wir vielleicht ein bisschen Bedenken haben, das haben wir auch schon diskutiert gehabt, dass er mit Chemnitz damals in die 4. abgestiegen ist und halt keine Zweitliga-Erfahrung hat. Denkt man da vielleicht doch an Capretti von Dynamo Dresden in der letzten Saison? Machen wir den gleichen Fehler wie Magdeburg und auch Dynamo Dresden? Ja, das Ende war jetzt vielleicht ein bisschen schnell und abrupt und auch so wie Max sagt, der Zeitpunkt hätte vielleicht auch ein bisschen noch warten können. Andersrum, so hat der Glöckner dann natürlich jetzt auch die Möglichkeit, die Mannschaft nochmal 2 Spiele live kennenzulernen, bevor es dann in die Pause geht. Er ist dynamisch, macht einen guten Eindruck, aber die Ergebnisse, die zählen am Ende. Also es wäre toll, wenn er uns jetzt noch 2 Spiele einmal schön abliefert und die Mannschaft zeigt, dass sie mit ihm wollen. Das würde uns dann ja alles noch vor der Halbzeitpause, vor der Ligapause noch ganz gut tun. Aber abgerechnet wird zum Schluss, ne? Auch mein Onkel wollte noch ein bisschen was sagen. Ich blende euch hier jetzt noch mal ein Bild mit Jens und meinem Onkel ein. Grüße gehen raus, André. Bester Mann. Ja, er ist auch ein bisschen traurig gewesen, natürlich, weil wir ja zu schätzen wissen, was er für uns geleistet hat. Das ist halt nicht selbstverständlich, wenn du 9 Jahre lang in der dritten Liga bist. Aber ich sag euch so, das ist halt Leistungssport, das ist Fußball, muss jetzt auch der Glöckner zeigen. Und dann sind wir auch, denke ich, zufrieden, wenn wir heute gewinnen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ausstellung. Offensivfußball will er spielen. Also, was sagt ihr zu dem Ganzen? Los geht's jetzt. Am Ende zählt der Erfolg für unseren FC Hansa. Und wenn Pike und Marien und der ganze Vorstand denken und sagen, dass das der perfekte Trainer ist und wir damit die Klasse halten, dann müssen wir Vertrauen schenken. Der Erfolg für unseren FC Hansa ist das Wichtigste. Ich bin gespannt, wir sind jetzt in Rostock, was Rossi uns hier zugeschickt hat. Man munkelt, man weiß es nicht. Hast du vielleicht eine Richtung, wo es hingehen könnte? Mensch. Da bin ich echt überfragt, Max. Lass mich wirklich überraschen jetzt. Erstmal ein dickes Dankeschön an Familie Rossi und natürlich Damian Roßbach himself, muss man hier einfach mal ganz klar sagen. Ja, haben wir ein bisschen Kontakt gehabt und dann dachte er sich, ja Max, komm, ich habe hier was Feines, sende ich dir einfach mal zu und schauen wir mal. Leute. Sogar das Auswärts, richtig geil. Oha. Mit Logo. Alter, ist das geil. Große Junge, Unterschrift sogar. Vielen Dank und noch die Karte. Sowas weiß ich immer extrem zu schätzen und wird dick eingerammt. Ihr wisst es ja, Damian Roßbach, einer der wenigen verbliebenen Aufstiegshelden von unserem FC Hansa, bleibt stabil mit seinen Leistungen. Da muss das ja heute klappen, ne? Vielen, vielen Dank wirklich. Und auch an euch alle. Jungs, ich bin happy. Was soll ich sagen? 3 Punkte und dann ist alles geil. Rossi, du Maschine hier. Sogar mit der Autogrammkarte. Oh nein. Ey. Nervöse Finger. Angekommen in der Stadt. Wir müssen noch dein Ticket ausdrucken. Ja. Wieder nicht vorbereitet gewesen. Ich kläre mich nicht schuldig. Aber eins kann man sagen heute. Verlieren verboten. Ja. Ich bin wirklich auf die Antwort gespannt, wie die Jungs heute eingestellt sind. Man sagt ja immer, positiver Trainereffekt. Jeder Spieler startet von null, kann sich im Training neu beweisen, hat eine Chance auf den Startelf-Einsatz. Vielleicht mal heute hier, ja, mit einem Tor im Ostseestadion beglücken. Wir sind nämlich 3 Heimspiele ohne Tor. Ja, du, also ich habe schon so ein bisschen Erinnerungslücken, wie unsere Torhymne eigentlich geht. Wäre eigentlich schön, die heute mal 2-3 Mal zu haben. Doppelpack hält besser. Ja. So ein Doppelpack heute? Das wird heute ein klares 3-1. Ich lehne mich da mal richtig aus dem Fenster. Ne? Was wir auf jeden Fall noch zeigen müssen, mein Onkel hat ein richtiges Prachtexemplar für euch. Die Karte von 1991, 92 beim 0:0 in Nürnberg. Das war eines seiner allerersten Auswärtsspiele mit Uwe Reinders als Trainer, Heiko Merz, Spieß. Ich blende euch das alles einmal ganz kurz ein. Da kommen Erinnerungen hoch. Und er meinte, Max, das musst du unbedingt einfach mal reinzeigen. Und ja, ihr seht die Karte jetzt, denke ich, im Hintergrund. Also André, wir glauben an dich, wir denken an dich und vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Weihnachtsmarkt wird auch schon aufgebaut. Wir sind jetzt hier mitten in der Stadt. Einer der schönsten Europas, habe ich gehört. Oder Deutschlands. Der Welt. Ist das schon die Trauermusik für heute? Ich hoffe nicht. Eine Weihnachtsmarktwurst, sagt ihr? Ja, natürlich, Mann. 90 Minuten. Ich hatte auch schon ein paar Nürnberger in den Kommentaren und die meinten, Max, du kannst dich auf Gurkenfußball drauf einstellen. Grüße gehen dann alle Nürnberger raus. Ja, das riecht nach einem klassischen 0-0, aber vielleicht ändert sich das ja heute. 16. Spieltag, englische Woche, schön am Mittwochabend und die Stadt ist voll. Oh, belegtes Rostock hier. Hier ist ganz schön viel los, ne, für einen Mittwochabend. Heute mal was ganz Neues. Wir haben uns für diese Wurst hier entschieden. Ich kenne die nicht. Du, das ist jetzt mein erstes Mal. Ich bin gespannt. Mit perfektem Hintergrund. Was ganz Neues mal hier ausprobieren heute. So eine Frankies Kettwurst, ne? Mal testen. Das ist eine 11 ist das. Oh, ihr kommt nach Rostock. Was uns auch so gerade in den Sinn gekommen ist, also so ein Hanno Behrens im Mittelfeld. Der hat uns des Öfteren schon gefehlt. Jetzt vor allem auch, wo hier Simon Rhein Langzeitverletzter geworden ist. Ich weiß gar nicht, wem wir die Daumen drücken. Nürnberg oder Hansa hat ja auch eine wirklich lange, lange Nürnberger Vergangenheit. Ausstellungen sind draußen. Ohne, dass wir uns jetzt hier vorher spoilern. Ich bin absolut gespannt. Wollen wir hier mal schauen oder? Jetzt oder nie. Zeig her. Im Sturm Johnny Ingesson links, Dujevic in der Mitte, Kreativität, Prüger vorne rechts, Dressel und Fröde. Nico auf links, Rossi in der IV, Malone und Schärf auf RV. Wahrscheinlich wird das getauscht, weil Nico ist eigentlich RV, aber gut. Also relativ wenig Neuzugänge in der Startelf. Ich muss sagen, viel Änderung habe ich da jetzt bisher nicht gesehen. Bis auf Dujevic vorne. Lee, Fröling haben wir diskutiert, Till vielleicht rein. Nürnberg-Ausstellung, Daferner, Ex-Dresdner im Sturm. Die haben ja eigentlich investiert. Warum auch immer die so weit unten in der Tabelle sind. Schleimer, der schleimt sich heute hoffentlich nicht beim Schiedsrichter ein. Und ansonsten Martenia kennen wir auch, Tempelmann, Wehkesser von damals Regensburg. Oh, das sind die Ausstellungen. Die aktuelle Tabelle fehlt natürlich noch. Hansa noch auf Platz 12 mit 17 Punkten. Wir haben uns schon alle angesprochen. Sollten wir jetzt gewinnen, was extrem wichtig wäre gegen den direkten Konkurrenten Nürnberg, die auf Position 17 sind, dann hätten wir die 20 Zähler, also die Hälfte von den sicheren 40 Punkten erreicht. Wenn Nürnberg gewinnt, was wir auch nicht hoffen, aber es natürlich möglich ist, dann würden sie an uns vorbeiziehen und ihr seht es, wie eng das alles da unten drin ist. Bielefeld jetzt auch gewonnen, der letzte Platz. Also du kannst mit einem Sieg wieder von oben nach komplett unten rutschen. 2-0? Ja. 3-0. Meinung, Trainer? Ja, gut. Es musste was gemacht werden, sag ich mal so. Ja, am Ende kommt das aufs Ergebnis an. Entscheidend, was heute rauskommt. Aber ich tippe 2-1. Nürnberger sind auch da. An einem Mittwoch, glaube ich, 800 Stück, habe ich gelesen. Ist ordentlich. Ja, hoffen wir mal aufs Beste heute. Choreo ist auch geplant auf der Süd. Der Head-to-Head-Vergleich ganz vergessen. Hansa 6 gegen Nürnberg 9 und 5 unentschieden. Also müssen wir so langsam ein bisschen aufholen. Das FC Hansa Rostock. Da heißt er ganz herzlich willkommen und zu seinem neuen Co-Trainer Nico Masetzki. Dazu Uwe Eders, Dirk Orgeshausen und Björn Bornholdt. Ein großer Applaus für unseren neuen Cheftrainer. Herzlich willkommen im Ostseestadion. Da wollen wir mal schauen. Der Kapitän Markus. Kolke. Damian. Roßbach. Dressel. Nico. Neidhardt. Alles. Dujevic. Svante. Ingesson. Rhein. Melo. John. Raoul. Die Nummer 19 und das ist Kai. Prüger. Hier spielt man auch Fußball mit Herz und nicht nur mit dem einen, ob in Freude oder Schmerz. Wir wollen Hansa und uns leiden, da können andere Vereine nur staunen. Für immer und ewig und auch bei Windstärke 10. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. Hansa forever, für alle Zeit. Hansa forever und für Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Niemals von uns. Die kommen gar nicht raus, wo sind die? Heimspiel, alles geben für die 3 Punkte. Stark. Ist doch schon mal was. Aber die Anfänge waren immer gut. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen! Was ein Fehler, ne? Der Platz. Sehr viel was. Ja, da sind wir wieder. 4 Minuten. Der Torschütze Nummer 15, Fabian Nürnberger. Nochmal. Oh. FC Hansa Rostock. Ecke Nürnberg. Danke Jens, nochmal hier als Abschiedsbanner. Wäre geil, wenn das ganze Stadion noch einmal irgendwie was singt. Es gibt doch mal Geld, Digga. Und so. Rostock! 20 Minuten, dein Fazit. Tendenz nach oben. Was passiert jetzt? Guck mal, guck mal. Oh, das war mal guter. Das war ein guter Ball. Oh, der sitzt. Der sitzt. Nochmal. Weiter, weiter. 5:1 Ecken jetzt. Und die ist immer noch. Und die ist zum Glück nicht gefährlich. Ist das nicht Geiss hier oder was? Der Ex-Schalker. Oh, der ist auch noch. Ja. 35 Minuten gespielt bisher, muss ich sagen. Hat sich noch nicht viel geändert. Nein, 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 nein. Nächster Fehlpass. Nein. Danke an Kolke. Und die 6. Ecke. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Oh mein Gott. Alter. Das ist Eckballtraining heute bei Nürnberg. Die 8. und irgendwann sitzt der. Ich sag das euch, ich sag's euch. Ja, ey, 9. Ecke. Danke an Kolke. Heimhof. Vielleicht kann da was gehen. Jetzt gibt's hier noch eine Rangelei. Was? Das waren noch nicht mal 2 Minuten und er pfeift zur ersten Halbzeit. Halbzeit für Ostseestadion. Trockener geht's nicht. Ich muss wirklich sagen. Die Führung geht in Ordnung. 9 Ecken oder wie viel hatte Dörbeck? Also zu unserem neuen Trainer sage ich, ich finde die Aufstellung auf jeden Fall schon mal gut. Ist ja traurig, dass Härtel von uns gegangen ist. Das hat Kolke ja alles gehalten. Pyro mit der Aktion, ne? Ja, die war voll geil, fand ich. Ja, jetzt kann nur das Ergebnis noch besser werden, ne? Ja, so 3:1. Otto, Grüße gehen raus. Sogar auf der WIP. Bei dir läuft. Mit Papa und Leonie. Glaubt ihr, wir drehen das noch heute? Ja. Ja? 2:1. 2 Tore. Nie die Hoffnung aufgeben. Gibt es einen Fußballverein? Der heißt FC Hansa. Die Station 4 hatte der Forensik-Strahlung. Genau. Und jetzt drehen wir das noch, oder? Und Leo und Luis, weil sie krank sind leider heute. Gute Besserung an euch beide. Genau. 2. Halbzeit, Männer. Wir bedanken uns bei uns. Das Spiel verlagert sich jetzt auf die richtige Hälfte. Also. Oh, was ein Einwurf. Da muss er Fröde. Die Süd holt alles raus heute. Sieht aber auch heftig aus. Und ab geht's. Immer diese kleinen Fouls, um den Spielfluss zu unterbrechen. Machen sie clever. Und könnte es nicht noch beschissener laufen, liegt Prüger da jetzt verletzt unten. Ich hoffe nichts Schlimmes. Jetzt aber! Gute Besserung an Prüger. Fröling ist jetzt drin. Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Oh, oh, oh! Hey, nochmal! Jetzt aber! Und er ist heiß! Und er ist Zucker! Rein, für oben! Rein! Hansa! Rigi! Oh, nee. Halbe Stunde haben wir noch. Die oder Till? 20 Kerzen. Nachspielzeit. Schnell, schnell, schneller Einwurf. Ja, Schubi. Kann das nicht. Hau ihn um, ja. Auch stark. Was für Grätsche. Jo, jo, jo. Bring ihn schön angetäuscht. Oh. Und jetzt setzen wir den. Ja. Starker Schiri. Noch mitnehmen, mitnehmen. Der ist. Das war die Chance. 5. Nachspielzeit. Hau doch die Pille da mal rein. Präsentiert von Autowelt Rostock. Von heute hier im Ostseestadion sind 23.500 Zuschauer. Vielen herzlichen Dank. Fröling. Komm, Alter! Nichts ist unmöglich! Aber was für eine Kiste! Fröhling hat sich ein Herz genommen! Und noch ein! Und noch ein! Ja! Ja! Scheiße! Unser Schießmann! Letzte Aktion. Und jetzt, lief. Und das war's. Ein richtiger Kracher von Fröling. Das war der Frust, den er rausgehauen hat. 1-1. Wichtige Antwort. Die Nürnberger auch hier noch. Alles abgebaut. Nico Ingesson. Fröling, ne? Erleichterung ist da. Punkt kurz vor Schluss. Sehr gut. Sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt sehen wir uns ja erstmal eine Weile nicht mehr, oder? Sehen wir uns nicht mehr? Nee, bis zum nächsten Spiel dauert das erstmal wieder ein bisschen. Ja. Zweimal trifft man sich. Den Nürnberg-Bus haben wir ja heute nicht gesehen. Das ist ein Zeichen. Nie wieder suchen wir irgendeinen Bus. Ja. Und jetzt euer Fazit. Nee, also echt, Mann, jetzt, ich glaube in der Phase mittlerweile gerade schlechteste Mannschaft in der zweiten Liga. Aber wir wären ja keine Hansa-Fans, wenn wir nicht optimistisch wären. Also mit neuem Trainer. Wir geben Zeit. Ja. Steil nach vorne. Ich sag mal in der Rückrunde, ne? Ich glaube, das nächste Spiel, den Borspiel, brauchen wir auch nicht so viel erwarten. Hoffen wir, dass es besser wird, ne? Wir sind optimistisch. Schon mal wenigstens gut heute. Vorm Steintor, also besser hätte es nicht sein können mit der 90. Minute. Uns war schon wieder Angst und Bange. Naja, ein bisschen gezittert. Übrigens habt ihr gefragt, vielen, vielen Dank an alle. Max, hast du Braunschweig-Tickets? Hast du Braunschweig-Tickets? Ja, wir haben tatsächlich welche bekommen. Sehr, sehr korrekt. So viele Leute. Ich konnte da wirklich auch nicht jedem antworten, deswegen ja, seid mir da nicht böse. Aber wir sind dabei und ja, erste Halbzeit hätte ich gesagt, Nürnberg verdiente Führung, aber dann in der zweiten sind wir aufgewacht. Der wuchtige Fröling. Wie habt ihr es gesehen? Was liegt euch auf dem Herzen zum neuen Trainer? Alles unten rein. Schlüssel kann man jetzt, glaube ich, noch nicht daraus ziehen, so die endgültigen, aber Also man hat Ansätze gesehen. Wir geben ihm die Zeit. In der Winterpause ist noch mehr Zeit. Wichtig, dass wir Nürnberg erstmal auf Distanz gehalten haben und gegen Braunschweig nachlegen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an jeden Daumen nach oben. Bleibt stabil und haut rein. Tschüss.